Herzlich willkommen im Fuji Store in Nürnberg. Wir zeigen euch heute die X-T4, die ab heute lieferbar sein wird. Und die Besonderheiten. Ja. Das ganz Besondere an der Fuji X-T4 ist, dass endlich zwei Welten miteinander kombiniert wurden, was vorher bei keinem Kamerahersteller so funktioniert hat. Das heißt, es ist die Welt von den Videoaufnahmen und die Welt des Fotografierens in einer Kamera drin. Ja. Vorteil ist auch jetzt, wir haben einen festen Umschalter zwischen Still, also Fotografie, und Movie, Filmen. Und das ganz Besondere daran ist, dass sich auch das Menü dann ändert, weil ich stehe jetzt hier auf Still. Wenn ich auf den Knopf drücke, habe ich nur das Menü vom Fotografieren und den Grundkameraeinstellungen. Schalte ich um auf Filmen und drücke auf die Menütaste, habe ich nur das komplette Videomenü. Das heißt, ich habe eine ganz saubere Trennung, was ich an dem Wählhebel einstelle, Filmen oder Fotografieren. Es wird sofort alles von der Kamera drauf umgestellt, die Bedienung, Menü. Also das ist super geworden. Ich habe auch jetzt den Vorteil, ich habe den neuen Bildstabilisator mit 5 Achsen von Fuji drin, der nochmal deutlich besser geworden ist gegenüber der X-H1. Und die Kamera ist auch kleiner geworden gegenüber der X-H1 und ist fast identisch von der Größe wie eine X-T2 oder X-T3. Also es sind wirklich nur Millimeterchen, wo sich das Ganze unterscheidet. Hauptsächlich ist sie hier ein bisschen größer geworden, weil der Handgriff drin ist und natürlich der viel größere Akku. Was auch neu ist bei der X-T4 ist der Verschluss. Der ist besonders leise, weil er extra nochmal gedämpft ist. Einen komplett neuen Antrieb hat für den Verschluss. Und er ist für mindestens 300.000 Bilder ausgelegt. Ich kann den mal kurz vorführen, damit man hört, wie leise der ist. Man merkt schon, er ist gedämpft und man merkt es auch sofort, wenn man die Kamera in der Hand hat, dass viel weniger Vibrationen durch den Verschluss sind. Zu dem Bildstabilisator noch mal kurz zurückgekommen. Also er kann jetzt bis zu 6,5 Blenden gegenüber Nicht-Bildstabilisator das Ganze verlängern. Das heißt, wo ich früher eine 1/30 Sekunde fotografiert habe, kann ich jetzt mit einer 1/3 Sekunde fotografieren. Das heißt, man kann auch noch relativ lange Verschlusszeiten aus der Hand halten und besonders ist natürlich der Bildstabilisator auch fürs Filmen wichtig. Dass man nicht nur immer vom Stativ filmen muss, sondern dass man auch aus der Hand filmen kann. Beim Autofokus muss man sagen, ist gegenüber der X-T3 nochmal eine deutliche Verbesserung passiert. Besonders in dem Nachverfolgungsautofokus, der ist jetzt wirklich gigantisch. Der war bei der X-T3 schon sehr, sehr gut. Aber jetzt verfolgt wirklich alles nach und ich bin ja wirklich nicht so der Autofokus-Typ. Ja, aber da muss ich sagen, er funktioniert und er funktioniert auch mit allen lichtstarken Objektiven, vollkommen offenblendig. Und das ist das, was ja Spaß macht bei den, gerade beim Porträt, wenn ich komplett offenblendig arbeite, Gesichtsvollfolgung, Augenautofokus an und es funktioniert. Ja, und das muss jeder auch mal selber probieren, das kann man hier wirklich schlecht vorführen. Ja, dann kommt vorbei, nehmt die Kamera in die Hand. Ihr könnt es auch mal für 1-2 Stunden fotografieren gehen. Auch wenn jetzt in der Corona-Krise nicht so viel los ist, aber man kann trotzdem schöne Porträtaufnahmen machen. Was auch neu ist, was ich hier ein bisschen zeigen kann, das ist die neuen Filmsimulationen. Ja, das ist ja der ganz große Vorteil von Fuji, wenn ich sage, ich möchte ein Bild fertig schon so fotografieren, dann ist von den Farben, geht sowieso nichts über Fuji in dem JPEG. Ja, da schafft es kein anderer Hersteller. Das heißt, ich zeige jetzt hier mal Standardauflösung, also Standardauflösung, Standardfarben. Und dann sieht man schon schön hier an dem grünen Hintergrund bei uns, also es wird naturfarbig wiedergegeben. Und jetzt kann ich das Ganze lebendig machen, um knallige Farben zu haben. Das hatten die anderen Fuji-Kameras auch schon. Weich, Klassikchrom. Ja, so wie früher die Kodachrom-Filme, wenn man das sagen darf, auch wenn es Fuji ist. Negativ, was so ein bisschen stärker war. Und das sind die neuen Sachen, Eterna Kino. Das heißt, man sieht schon, die Farben werden ein bisschen blasser. Und dann habe ich noch Eterna Bleach Pass, Bypass. Und da habe ich noch eine viel geringere Farbsättigung. Und dann Schwarz-Weiß,
wie immer, schwarz-weiß Standard. Und ich sehe hier, und genau das, was man hier auf dem Bildschirm sieht oder hinten auf dem Bildschirm der Kamera, sehe ich auch im Sucher. Das heißt, ich kann mir das gleich beim Fotografieren ausprobieren, über die Wählhebel, ja, während ich durch den Sucher schaue. Man sieht sofort immer die Unterschiede, das ist schön. Ja. Das Display ist auch neu und Vorteil ist, ich brauche keine Schutzfolie mehr. Das heißt, man kann das Display ja in alle Richtungen drehen. Ja, jetzt ist hier leider der HDMI-Stecker im Weg. Ja, ich nehme die jetzt mal raus und schließe die Kamera ab. Das heißt, ich kann das Display hier drehen, kann von oben, von unten fotografieren, wie ich möchte. Und der größte Vorteil, ich kann das Display auch komplett wegklappen. Das heißt, dann ist es geschützt, es kann nicht mehr verkratzen. Ich kann es aber auch klassisch herkömmlich hier einklappen und habe meinen Bildschirm komplett hinten drauf. 1,6 Millionen Bildpunkte hat das Display hinten, also das klappt schon sehr gut. Reicht auch vollkommen aus. Ja. Sucher ist sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. OLED-Technik. Dann haben wir ganz besonders, auch die Filmer werden dafür dankbar sein, einen neuen Akku, der gut doppelt so lang hält wie der bisherige Akku. Das zeige ich auch. Ist auch viel größer geworden. Ja. Fast die doppelte Größe, aber wichtig ist die doppelte Leistung. Ja, man macht jetzt von Fotografieren her 500 bis 600 Bilder im Eco-Modus oder wenn man das Display ausschaltet, so wie ich immer. Bei mir ist es immer weggeklappt. Und wer mehr braucht, der kann sich noch den Handgriff dazu kaufen. In dem Handgriff sind, ich zeige es auch nochmal, komplett zwei Akkus extra drin und der Kameraakku wird verwendet. Das heißt, ich habe die dreifache Kapazität. Und mit dem mitgelieferten Ladegerät werden auch alle drei Akkus gleichzeitig geladen. Das heißt, ich brauche nicht extra irgendwo drei Ladegeräte. Ich stecke ein Ladegerät an die Kamera an, wenn unten der extra Batteriehandgriff drauf ist. Und es werden alle drei geladen. Und genauso sind fürs Hochformat Fotografieren hier die wichtigsten Sachen drin. Für die Einstellung vom Menü, Speicherung, Joystick. Ja, für das Video muss man sagen, ich habe jetzt auch Highspeed-Aufnahmen mit 240 Bildern, ja, eine digitale und mechanische Stabilisierung. Ich habe Filmoptimierungssteuerung, F-Log und F-Log-Anzeigehilfen. Filmcrop kann man auch sperren. Kartenslots wie alle Fuji aus der T-Serie in den Profimodellen mit zwei Slots, zwei Karten. Vorteil ist, man kann bestimmen, was man machen möchte. Ich kann zum Beispiel sagen, im ersten Slot sollen die JPEGs aufgenommen werden, im zweiten Slot sollen die RAWs aufgenommen werden. So hat man beide Welten und hat es aber auch getrennt. Also man kann dann das in den Computer übertragen, was man möchte. Ich kann aber sagen, es soll auch auf beiden Karten nacheinander aufgenommen werden. Oder ich kann sagen, auf einer Karte wird alles aufgenommen und auf der zweiten wird eine Sicherung gemacht. Das wäre, wenn man wichtige Aufträge hat, dann kann man vorsichtshalber nochmal alle Daten sichern. Ich habe einen direkten Audioeingang an der Kamera. Man kann also verschiedene Mikrofone, so wie ich hier ein externes Mikrofon habe, direkt an die Kamera anschließen. Ja, sie gibt es ja ab heute in zwei verschiedenen Farben. Einmal in dem klassischen Silber und in dem unauffälligen Schwarz. Genauso gibt es ja Objektive auch in Silber und in Schwarz. Und wenn wir hier mal den Handgriff montieren, dann habe ich natürlich, muss man vorher die Klappe abnehmen, den Schutz, mal die Kamera sehr abgedichtet, damit der Regen, also ganz normaler Regen oder auch stärkerer Regen, macht ja der Kamera in den vielen Objektiven nichts aus. Und dafür habe ich im Prinzip die Deckel, damit alles sauber geschützt ist. Ja. Und selbst jetzt bin ich immer noch kleiner wie eine Spiegelreflexkamera. Ja. Kurz noch zu den technischen Daten. Sie ist nicht nur leise, sie ist auch, wenn ich möchte, unheimlich schnell. Ja, ich habe bis zu 15 Bilder pro Sekunde
Das möchte ich hier auch mal kurz demonstrieren. Also man hört den Verschluss ja eh kaum. Aber vielleicht bekommen wir es mit. Ich halte es mal näher ans Mikrofon, damit man merkt, wie schnell die Kamera ist. Also da ist schon eine wahnsinnige Leistung dahinter. Ja. Und die Frage ist jetzt, lohnt sich der Umstieg von der X-T2 oder X-T3 auf die X-T4? Man muss dazu sagen, ja, er lohnt sich. Besonders leiser Verschluss, kann man schön unauffällig fotografieren. Dann der Bildstabilisator, der drin ist, für lange Verschlusszeiten, fürs Videofilmen eh super. Ja, man braucht nicht immer Stativ mit rumschleppen, man kann einfach laufen, Videofilmen. Autofokus, besonders die Nachverfolgung, hat sich wirklich noch mal um einiges verbessert und steht keinem anderen Kamerahersteller hinterher. Ja, auch die großen Profimodelle von den anderen Herstellern, die vom Volumen gigantisch viel größer sind, sind auch nicht schneller. Auflösung mit 25 Millionen Bildpunkten reicht vollkommen aus. Ja, man kann damit Bilder, oder wir haben auch bei uns in der Galerie damit Bilder ausgestellt, 1 Meter mal 1,50 Meter von der Ines Thompson. Ja, die sind sogar mit 24 Millionen, weil mit der X-T2 aufgenommen. Also das reicht. Und größer macht man die Bilder eh nicht zu Hause. Und ich würde einfach sagen, kommt vorbei, schaut euch die Kamera an, probiert sie selber aus, tut euch selber ein Urteil bilden. Wir haben immer ein Demo-Modell da, was man anschauen kann und ausprobieren kann. Und dann seht ihr, was die Kamera leistet.